Hallo und herzlich willkommen im Lager von Pandoras Box, unserem kleinen Online-Handel für gebrauchte Klemmbausteine. An unserem Lego-Set habe ich euch heute zum allerersten Mal ein Star Wars-Set auf diesem Kanal mitgebracht, und zwar die 7675, den ATTE aus dem Jahre 2008. Nicht mal 1000 Teile stehen hier vor uns. Damaliger UVP, habe ich leider nur den amerikanischen gefunden, mit $89,99. Der dürfte hier im deutschsprachigen Raum etwas um die 100 Euro gekostet haben. Ich muss dazu sagen, der gehört zu meiner eigenen Sammlung noch, denn ich verkaufe ihn. Nach sehr, sehr vielen Jahren, nach 14 Jahren, trenne ich mich nun davon, da ich mich ein bisschen dran satt gesehen habe an diesem Stück. Und stelle ihn damit hier zum Verkauf. Wenn dieses Video rauskommt, wird er noch nicht bei uns im Shop sein, da ich erst am Wochenende dazu komme, ihn zu zerlegen und dann verkaufsfertig zu machen. Falls ihr ihn haben wollt, schreibt aber gerne schon unter das Video oder uns eine E-Mail. Ist allerdings nicht günstig, denn aus verschiedenen Gründen, und der Hauptgrund ist in den Formen der Minifiguren da vorne zu finden, ist dieses Set heute ziemlich teuer, vor allen Dingen in dem Zustand. Das wurde von mir zweimal gebaut in der ganzen Zeit und stand danach. Das ist nicht bespielt, die Steine sind in hervorragendem Zustand, die Minifiguren auch. Karton ist dabei, auch wenn er bedingt durch die seltsame Art und Weise der Öffnung, die Lego damals hatte, ein paar Macken hat, und die Anleitungen sind dabei nicht gelocht, hervorragender Zustand, sind wir heute so bei um die 250 Euro. Puh, das ist mal eine Preissteigerung. Wir fangen an, typisch Review, mit dem Karton. Und der Karton zur damaligen Zeit hatte Lego ein ziemlich seltsames System. Und zwar war das gedacht, dass die nach oben aufgeklappt werden und man sollte die Kartons an der Seite einreißen. Dafür war auch eine Perforation drin. Und mir ist damals der Karton im Eifer des Gefechtes hier an der Seite hinten aufgerissen und nicht da, wo er hin sollte. Und das war irgendwie alles so ein bisschen blöd. Und ich fand, ehrlich gesagt, früher schon die Art und Weise, die Kartons so zu öffnen, richtig kacke, wenn man sie damit kaputt gemacht hat. Ich bin sehr froh, dass Lego das heute nicht mehr macht. Und ja, auf der Vorderseite ist das Set drauf. Natürlich ist er hier in einer Gefechtssituation dargestellt. Wir wissen ja alle, Lego produziert kein Kriegsspielzeug. Wie gut das Star Wars heute zu Disney gehört, weil Disney ist ja für Kinder. Und damit ist es ja alles total kindersafe und hat gar nichts mit Krieg zu tun. Genau wie die Pseudopanzer bei Indiana Jones. Aber wir stellen kein Kriegsspielzeug her. Ja, nee, ist klar. Doppelmoral hoch 10. Aber mit Star Wars macht man halt Geld. Auf der Rückseite des Sets sind die verschiedenen Funktionen, des Kartons, nicht des Sets, sind die verschiedenen Funktionen dargestellt und einige weitere Sets der Reihe. Vorab, dieses Set macht besonders dann Sinn, wenn man noch ein Dropship hat. Dann kann man das nämlich ankoppeln. Ich habe dieses Set nicht, ich habe kein Dropship, ich kann es euch leider nicht zeigen, aber ich verlinke euch unten ein Video vom Held der Steine. Der hat das Dropship gehabt und hat die damals miteinander verbunden, als er sie vorgestellt hat. Wie gesagt, ich habe es leider nicht, ich kann es euch nicht zeigen, aber im Video vom Thomas könnt ihr euch das mal ansehen, wie das aussieht. Ist dort relativ am Ende erst zu sehen. Ja, ansonsten ist auf dem Karton nicht wahnsinnig viel los. Zu der Zeit waren die im schlichten Weiß auch noch gehalten. Wir waren in der Clone Wars Zeit und das häufige, hauptsächlich gestaltete war vorne drauf. Ist nicht schlecht. Es stand noch keine Teileanzahl drauf. Es ja, 9 bis 14. Passt auch an der Stelle. Die Anleitung hier ist in zwei Teile unterteilt. Wie ich schon sagte, die ist nicht gelocht, die ist in einem sehr, sehr guten Zustand. Die wurde von mir sehr pfleglich behandelt. Und typisch Lego-Manier, große Abbildungen, was ich etwas blöd finde, Querformat anfangen, Hochformat weiterbauen. Ich weiß nicht, was diese Formatänderungen immer sollen. Mal 5 Teile auf einer Seite, mal ein Teil auf einer Seite. Sehr, sehr einfach gehalten. Und was ich schade finde, ist, dass die Trennung dieser beiden Bauabschnitte nicht so richtig viel Sinn ergibt, denn man baut trotzdem noch dieses eine Modell und man könnte das nicht einfach für 2 Kits oder so aufteilen. Das funktioniert nicht gut. Was natürlich echt schön ist, ist, dass Lego wie üblich am Ende eine Teileliste anbindet
und auf der letzten Seite auch nochmal zeigt, was dieses Set alles kann. Allerdings ist die Funktion mit dem Dropship hier drin nicht erklärt. Lag daran, ich glaube, das Dropship war auch noch nicht draußen, als dieses Set rausgekommen ist, weshalb ein Teil der Konstruktion hier augenscheinlich keinen Sinn macht. Und das ist etwas, was ich diesem Set auch ankreiden möchte. Als es damals rausgekommen ist und ich es gebaut habe, habe ich es auch nicht gecheckt. Ich habe das erst einige Zeit später verstanden, wozu das wirklich da ist, diese Funktion. Das ist sehr schade, hätte man hier mit einem Bild nämlich erklären können, dann wäre das Mysterium gelöst gewesen. Ansonsten üblich, einfache Anleitung. So, schieben wir den Ganzen mal an die Seite und kommen wir zum Bau. Zum ersten Punkt der Begründung, warum dieses Set unfassbar teuer ist. Und das steht hier vor uns in Form von 6 Minifiguren. Als allererstes haben wir Rotter dabei. Der ist bei mir noch original eingepackt. Zum einen A, weil ich diese Figur nie sonderlich schön finde, fand, heute immer noch nicht finde. Und der hat 2 winzig kleine Ärmchen dabei. Und ich hatte immer Angst, dass mir die verloren gehen. Und deshalb ist er noch original eingepackt. Dieses kleine Beutelchen hier ist auch der Grund, warum ich dieses Set jetzt erst verkaufe. Denn eigentlich möchte ich mich seit Jahren davon trennen. Aber bei meinem vorletzten Umzug ist der hier verschütt gegangen. Und ich wusste nicht mehr, wo er ist. Und ich habe alles durchgesucht. Und tatsächlich habe ich letztes Wochenende angefangen, meine Werkzeugkammer grundlegend auszuräumen. Und wie auch immer, der hier hat sich versteckt in meinem Werkzeugkoffer. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie er da hingekommen ist. Aber hier ist er. Nun vollständig noch original eingepackt. Von seinem Kurzaufenthalt in meinem Werkzeugkasten hat er auch keinerlei Macken davon getragen. Also absolut irre. Wirklich neuwertig. Wenn ihr den haben wollt, in dem neuwertigen Zustand, und hier Zustand neu, 15 bis 20 Euro. Gebraucht kriegt er ihn ab ungefähr 13. Dann kommen wir hier zu einem extrem coolen Teilset hiervon. Also das Beiwerk, wie ich es ganz gerne nenne. Und das ist der Gleiter des Battle Droiden. Zum einen ist er hier auf einem transparenten Ständer, nenne ich es jetzt einfach mal, zusammengebaut. Und die Gleiterfunktion ist mit einfachen Teilen extrem gut dargestellt. Als die 1x1 Bricks hier mit den 4 Studs an allen Seiten rausgekommen sind, waren die in Blau zu der Zeit auch noch unfassbar teuer, weil es die nur in dem Set gab. Mittlerweile gibt es die in mehreren Sets und sind deshalb auch erschwinglich. Also die sind immer noch relativ teuer. Ich glaube 80, 90 Cent kostet einer, aber das geht mittlerweile. Es gibt Teile, die sind deutlich teurer. Auch in diesem Set gibt es noch Teile, die deutlich teurer sind. Der Battle Droid, der hier hinten drauf steht, der ist allerdings keine großartige Besonderheit. Die gibt es wie Sand am Meer. Eine große Battle Droid Armee zusammenzustellen, ist auch jetzt nicht wahnsinnig teuer. Die meisten gibt es so für 1 bis 2 Euro. Wenn man da mal einen Kommandanten haben möchte oder einen Pilot, sind es mal 2 bis 3 Euro, aber das war es dann auch. Dieses kleine einzelne Teil, das ist mega, mega cool gemacht. Kommen wir zu den 4 weiteren Minifiguren. Da haben wir zum einen erstmal Anakin. Anakin war in der Clone Wars Reihe am laufenden Band mit dabei. Das ist keine besondere Figur, die kriegt man für 2 bis 3 Euro, nichts Wildes. Ashoka in der Variante als Padawan zu der Zeit noch, ist auch nicht wahnsinnig teuer. 3, 4 Euro kriegt man sie auch in einem relativ guten Zustand. Und hier haben wir noch einen Clone Trooper. Auch der, den gab es in vielen, vielen Sets. Nichts Besonderes dabei. Der hat allerdings hier schon den hautfarbenen Kopf. Der hat wirklich ein Gesicht drauf gedruckt. Die gab es ja auch eine ganze Zeit lang einfach nur mit einem schwarzen Kopf unten drunter ohne Print. Hier hat er schon einen drauf. Und dann steht hier Captain Rex. Diese Figur ist bösartig teuer. Und zwar wirklich bösartig teuer. Liegt heute so bei 60 Euro geht's los. Nur diese eine Figur, wohlbemerkt ohne die Waffen. Jede Waffe kommt nochmal mit gut 3 Euro dazu, aber mit den Ausstattungselementen mit dran. Hui. Das ist wirklich hui. Gemeinsam mit Rotter und den anderen 4 Minifiguren seid ihr also so bei gut 90 Euro, was in diesem Set nur die Minifiguren kosten, wenn ihr die einzeln haben wollt. Und Captain Rex ist hier derjenige, der richtig durchhaut preislich. Das liegt vor allen Dingen daran, dass sein Helm unglaublich gut gestaltet ist und dass es danach lange, lange, lange keine Captain Rex-Figur gab. Ist heute immer noch ziemlich unterrepräsentiert.
Aber das ist er. Wenn ihr den also einzeln haben wollt, müsst ihr relativ tief in die Tasche greifen. Kommen wir zum Set. Da steht er. Die Krabbe, wie ich es als Teenager immer genannt habe. Denn diese Konstruktion mit den Beinen hier hat mich immer sehr an eine watschelnde Krabbe erinnert. Das Schwierige bei diesem Set ist, dass es sich eigentlich nicht wirklich fortbewegen lässt. Man kann es nicht irgendwie schieben, außer man kratzt es über den Tisch. Die Beine haben keine Lauffunktion und das, obwohl sie an Gummibändern, die beiden vorderen, die beiden hinteren hängen an Gummis, sodass, wenn man sie bewegt, rasten sie automatisch, also sie schnippen wieder nach vorne. Das ist an und für sich echt cool. Das ist eine Funktion, die wird heute auch eher weniger genutzt. Und hier waren schon die weißen Gummis verbaut, die mit dem runden Schnitt. Die haben eine deutlich höhere Haltbarkeit. Und hier sind auch immer noch die originalen Gummis drin. Die habe ich nicht getauscht. Die sind immer noch in einem super Zustand. Nach 14 Jahren. Die schwarzen Gummis mit dem quadratischen Durchmesser, Durchschnitt. Ein, zwei Jahre maximal, dann waren die morsch, haben sich aufgelöst. Das war nichts. Die mit Runddurchschnitt, super. Querschnitt, nicht Durchschnitt, mit dem runden Querschnitt, super. Die funktionieren sehr, sehr gut. Die mittleren Beine, die sind allerdings relativ starr, die lassen sich auch bewegen, aber die haben keine Gummizugfunktion dran. In diesem Set sind insgesamt sechs bedruckte Dishes verbaut. Vier kleine, zwei große. Die kleinen sind bösartig teuer. Davon kostet nämlich eine ungefähr 10 €. Die größeren gibt es etwas günstiger, die liegen so bei 6 €. Da sind wir also 4, 40, ne, 50, 55, 90. Ihr merkt, hier fangen an, sich diese Preise zu bilden, die das Ganze dann auch im Sammlerzustand eben leider kostet. Was mich als Teenager schon an diesem Set massiv gestört hat, ist, dass es mit wirklich großen Stickern kommt. Und ich weiß noch, dass ich geflucht habe um die Sticker hier. Da diese Slope, die ist nicht bedruckt, diese hier auch nicht. Ich drehe mal die Kanone an die Seite. Das sind Sticker. Die sind hier ebenfalls extrem gut erhalten. Die haben nur der hier, der hat eine ganz, ganz kleine Macke. Das ist mir tatsächlich beim Verpacken beim letzten Umzug passiert. Da war ich nicht ganz so vorsichtig. Aber ansonsten sind die in einem super Zustand. Aber warum zum Geier sind das so riesige Sticker? Ich habe geflucht ohne Ende, bis ich die halbwegs gerade angesetzt hatte, damit das nicht blöd aussieht. Genau wie hier an den Seiten sind auch Sticker drauf. Da frage ich mich wirklich, was soll das? Ich muss auch sagen, dass das hier in meiner gesamten Sammlung als Kind und als Teenager das erste Set war, was so riesige Sticker hatte. Und auch vergleichsweise viele Sticker, denn gerade meine Burgen hatten nie Sticker. Aber okay. Die Teils mit dem Republik-Logo sind hier auch geprintet. Das ist ziemlich cool. Die Dishes sind geprintet. Also wir haben hier so einen seltsamen Misch. Warum Lego das auch immer noch heute immer noch so macht, ich weiß es einfach nicht. Ich finde es auch nicht cool. Die große Hauptkanone lässt sich drehen. Die sitzt auf einem sehr, sehr speziellen Turntable. Der ist auch etwas unüblich, kam nicht in so vielen Sets vor. Der kostet auch so ungefähr 4, 5 € so in dem Dreh, wenn man ihn in einem guten Zustand haben möchte. Die Kanone lässt sich auch bedingt nach oben und unten schwenken. Geht natürlich nicht ganz hoch und hat hinten einen Sitz für den Kanonier drauf, der sich auch festhalten kann. Im vorderen Bereich gibt es ein Cockpit. Da fand ich die Konstruktion an sich schon immer ziemlich cool, denn der Innenteil lässt sich hier herausnehmen und wir können die Minifigur hineinsetzen und ohne lästiges Rumgefummel in einem relativ kleinen Bereich, na, jetzt finde ich die Führungsschienen natürlich nicht ohne hinzugucken, lässt sich dann der Pilot an der Stelle auch hinsetzen. Das Problem, was das Set schon immer hatte, ist, dass die Hingebricks, die unten sitzen, wenn die nicht super ausgeleiert sind, sondern so wie die hier in einem sehr guten neuwertigen Zustand sind, dann drückt man dieses Cockpit zu und löst aber gleichzeitig die vier Noppen unten. Das passiert recht regelmäßig, aber Herrgott, ich weiß nicht, ob da draußen viele mit so einem Set spielen. Wenn man damit nicht wahnsinnig spielt, dann stellt man das einmal ein und dann ist das so. Die Kanonen, insgesamt sechs an der Zahl, lassen sich hier auch einstellen.
Die lassen sich bewegen in alle Richtungen, so dass man das ja auch drehen kann. Die sitzen in Kugelgelenken drin. Diese Kugelgelenke sind ein bisschen schwergängig am Anfang. Insbesondere, wenn er eine Weile gestanden hat, dann empfiehlt es sich, unten an dem angebauten Teil wirklich anzufassen und dann das Ganze zu drehen. Einfache Sache, und dann richtet man es aus und dann ist alles gut. Wenn man auf dieser Seite das Ganze hochhebt, dann hat er auch eine Schießfunktion. Das sind die großen Shooter mit den Gummiprojektilen vorne dran. Lassen sich super leicht wieder einrasten. Und wenn man es hochgehoben hat, hat man auf der linken und auf der rechten Seite jeweils eine Abschussvorrichtung. Das ist schon ganz gut gemacht. Er hat also durchaus ein paar Funktionen. Das gute Stück lässt sich vorne und hinten aufklappen. Es geht auch beidseitig, trotz der Kanone. Wenn man die Kanone natürlich ein Stück dreht, hat man noch mal ein bisschen mehr Spielraum. Im vorderen Teil ist noch mal Platz für zwei Clone Trooper, die dort sitzen können. Und im hinteren Teil, und das finde ich an und für sich ganz cool, gibt es vier Sitze für insgesamt vier Trooper und auch Clips, an denen die Waffen gehangen werden können. Was ich bei dem Set extrem inkonsequent finde, ist, dass sie hier sechs Stühle drin haben, aber gar nicht genug Figuren, damit auch der Pilotenplatz und der Kanonierplatz auch besetzt sein kann. Das fand ich tatsächlich als Teenager schon inkonsequent, das finde ich heute immer noch inkonsequent. Ja, aber gut. Ist ebenso. Man kann auch diesen Teil herausnehmen. Man hat hier nochmal einen kleinen Storage-Bereich, hätte ich jetzt fast gesagt, einen kleinen Container, den man aufklappen kann, um Dinge hinein zu verstecken. Aber im Prinzip war das schon, was man rausnehmen konnte. Dieses Set hat den Vorteil, wenn man es als Vorteil sehen möchte, dass es gerade im Innenraum viele offene Noppen hat, sodass man hier noch Platten anbauen könnte, um weitere Plätze einzubauen. Aber ansonsten sehr typisch aber für die Zeit 2008. Star Wars gab es noch nicht so lange bei Lego. Und man entwickelte noch die Modelle und wir haben hier viel große Lücken drin. Das ist sehr, sehr typisch. Aber im Gesamten, wie gesagt, immer mit daran denken, dass dieses Set mittlerweile 14 Jahre alt ist. Heute wird anders gebaut. Heute werden auch andere Bautechniken und zum Teil viel, viel kleinere Steine benutzt. Hier sind noch größere 6x6 Plates drin verbaut und die großen Wedges und 8x12 ist es, glaube ich, was hier noch an Plates drin ist. Also die Bautechniken sind heute einfach anders, weshalb die großen Spalten dann aber eben auch einfach verschwinden. Und dennoch hat er aber irgendwo seinen Charme. Er steht auf seinen sechs Beinchen ziemlich solide, aber wie gesagt, so richtig bewegen kann man den nicht. Und was mich, wie gesagt, am Anfang extrem irritiert hat, hier in der Mitte sitzt ein Technik-Brick. Den kann man nach oben und nach unten bewegen und das war's. Der hat keine sonstige Funktion. Kann man natürlich super das Set dran hochheben, ist auch mega stabil. Also das ist wirklich massiv konstruiert, das hält. Da sind Technikelemente dabei, Pins sind da dran, mehrere Verstrebungen untereinander, das geht. Aber ich habe mich lange gefragt, was zum Geier soll das? Weil anfassen kann ich das Ding auch woanders. Der steht hoch genug, ich kann einfach drunter fassen, um ihn hochzuheben. Ich brauche da keinen Griff, noch dazu, wo ich ihn hier von oben sowieso nicht rausziehen kann, wenn meine Finger da schon nicht gepasst haben, sondern von unten dagegen greifen muss. Dieser Brick ist aber das Element zusammen mit den Bushes, die es möglich macht, dass das Dropship von oben reingreift und das ganze Ding damit dann abhebt. Das ist cool. Wie gesagt, da habe ich euch das Held der Steine Video unten mal verlinkt, zeigt das an der Stelle. Ich habe leider das Dropship nicht. Ja, im Gesamten ist das ein Set, das mich immer so ein bisschen mit gemischten Gefühlen zurückgelassen hat, denn es ist schon cool. Es ist groß, es hat wirklich Masse, es sind große Teile verbaut. Es sind aber relativ wenig Teile verbaut und eine grundlegende Funktion, dass er irgendwie richtig laufen kann, also mehr als dass man ihn schiebt, habe ich immer vermisst. Das hat mir wirklich gefehlt. Das fand ich immer sehr, sehr schade.
Die Abschussfunktion ist nett, aber das macht man zwei, dreimal, dann hat man das Ganze irgendwie auch durch. Und das war's dann. Die Figuren fand ich immer ziemlich cool. Vor allen Dingen mag ich einfach die Truppler, wobei ich die Sturmtruppen etwas lieber mag als die Klontruppen. Aber Captain Rex fand ich schon beim Rauskommen einfach irrwitzig cool. Nicht mal unbedingt, weil ich Clone Wars mag. Ganz im Gegenteil. Ich mag Clone Wars überhaupt nicht. Ich finde es fürchterlich gezeichnet. Also, die Geschichte ist ja cool, aber die Darstellung, alter Falter, nicht meine Welt. Nicht meine Welt. Captain Rex als Figur ist aber saumäßig cool. Und wie gesagt, der kleine Kollege hier kostet heute 60 €. Das ist Wahnsinn. Ja, lasst mich gerne mal wissen, was ihr von diesem Set haltet, was ihr dazu denkt. Hattet ihr den vielleicht? Seid ihr Figurensammler, die schon ewig und drei Tage hinter Captain Rex her sind? Habt ihr ihn euch vielleicht umgebaut? Habt ihr ihn mit Dropship? Habt ihr das auch mal ausprobiert? Was habt ihr mit diesem Set gemacht? Das würde mich wirklich sehr, sehr, sehr interessieren. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wie gesagt, falls ihr Interesse an dem Set habt, schreibt uns dazu ganz gerne an. Wir haben es ein einziges Mal und wir verkaufen dieses eine Set. Und ansonsten wünsche ich euch einfach eine formidable, schöne Zeit. Baut etwas Schönes, baut euch eure Welt, wie sie euch gefällt. Und lasst euch hinterher nicht sagen, was ihr mit euren Sets oder euren Steinen machen sollt. Und bis wir uns in den Kommentaren lesen, wünsche ich euch eine schöne Zeit und lebt lang und in Frieden.